Nö. Weißer Friede? What? Österreich brach das Bündnis mit dir? Ja, das ist schon ein Stück her. Nee, jetzt gerade kam bei mir die Dings rein. Okay. Die Meldung. Was hast du angestellt? Das ist einfach, ich glaube, die wollten Provinzen von mir haben. Oh, das Baumenü wird ja auch bearbeitet, okay. Ah, hier kann man dann jetzt sehen, was am meisten bringt. Das ist natürlich cool. Die Schweiz hat immer noch keinen Verbündeten. Sehr schön. Was sagt unsere AE? Woanders das jetzt? Nee, doch, Diplomatie. Hier, da, Koalition. Ah, die ist bei 0, das ist sehr gut. Dann können wir gleich ein bisschen erobern. Ich könnte mich mit dem Vatikan verbünden. Ich meine, noch will ich ja keinen Krieg mit ihm. Ja, ich glaube, das mache ich. Das sind 18.000 Mann, die wir da haben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Frankreich erhebt auch keine Ansprüche auf die Provinzen von ihm. Oh, mein Herrscher ist wieder ein mutiger Kämpfer. Plus 1 Nahkampf für Armeeanführer, sehr nice. Ja, der Vatikan ist auch schon Militärtech 7. Ich glaube, ich mache dann ein Bündnis mit ihm. Dann habe ich schon mal einen Verbündeten hier unten. Zumindest besser als nichts. Dann könnte ich auch theoretisch Florenz den Krieg erklären dann. Weil wenn der Vatikan dann mitmacht, dann kann ja, das wäre geil. Ja, ich glaube, das mache ich so. So, Ideen kosten mich jetzt 10% weniger, sehr schön. So, Spionage-Netzwerk 45 reicht erstmal. Machen wir jetzt auf Florenz, bevor hinterher der Dings ankommt. So, mache ich jetzt. Mein Plan ist jetzt, ich mache ein Bündnis mit dem Vatikan und dann mache ich mit dem Vatikan zusammen Florenz und den Neapel kaputt. Was ist dein nächster Schritt so? Nächster Schritt. Abwarten. Abwarten, abwarten. Und Ja, Frankreich zerstört gerade die Engländer. Unsere Küste wird überfallen. Ja gut, das ist ja nichts Neues. Warum vernichten die den nicht? Wo gehen die? Hä, warum geht denn jetzt Frankreich nach Burgund? Was macht Frankreich da? Wir haben Calais besetzt, denke ich. Ich kann kein Bündnis, weil. Plus 50, das sollte eigentlich gehen. 3000 Mann kann ich noch rekrutieren, ja, aber es sollten ja Kanonen sein. Die brauchen wir ja bald. So, gleich kann ich der Schweiz den Krieg erklären, sehr schön.
Hä, was macht Frankreich? Warum gammeln die da unten rum? Gammeln die rum. Ja, irgendwie in Südfrankreich. Ich glaube, die haben ein Problem mit. Mit der Wegfindung, Wie ja, komme glaube ich ich nach? auch. Ja. Wie komme ich nach England? Schlicht und ergreifend, weil die englische Flotte wahrscheinlich der französischen überlegen sein wird. So, gucken wir nochmal ins Diplomatie-Menü, wer sich noch als Bündnispartner aneignet. Bündnisse anbieten 2. Kirchenstaat und Venedig. What? Venedig mit mir verbünden? Das ist geil. Ich verbünde mich mal kurz mit meinen Nachbarn. So, jetzt haben wir doch schon ein wesentliches sichereres Bündnissystem. Sehr schön. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Der Vatikan wird mitmachen, das ist sehr schön. Jetzt die Frage, greife ich jetzt Florenz erst an oder die Schweiz? Ich glaube eher Florenz und gebe den Vatikan dann auch eine Stadt ab. Gleich. Ja. Die kriegen dann Arezzo und ich krieg Florenz und Pisa. Okay, das soll ganz schön anbieten. Wie bitte? Beide Städte. Das ist auch, jawohl, nee, sollte funktionieren. Ja, Kannst du wieso? Die beide kriegen doch nehmen. auch was. Ist doch okay. Ja, nein, ich meine wegen der aggressiven Expansion, die du bekommst. Ja, ich kriege ja weniger. Ich habe ja einmal hier die Prachtpunkte verwendet und ich habe bald das von meinen Einflussideen. Wir können übrigens auch einen Tick schneller. Ja, gleich Militärtech 7, dann gibt es Kanonen, sehr schön. Und eine bessere Militärtaktik. Und die haben gleich 50 Papsteinfluss, das ist auch nochmal gut. Und zack, sind die Kanonen da. Aber was, die kosten 30 Münzen? Wann sind die denn so teuer geworden? Und man schon immer so teuer. Was haben wir nochmal gesagt als zweite Idee? Wirtschafts, ne? Oder kann man das nicht mehr als zweite Idee nehmen? Was denn als erste gewählt? Der Einfluss hatte ich Ja, dann jetzt. kannst du schon Wirtschaftsideen nehmen. Du kannst nur nicht gleich eine zweite diplomatische Idee nehmen. Ne, ich dachte vielleicht, dass ich vielleicht auf eine militärische gehe. Okay. Aber dann nehme ich jetzt die Wirtschafts. Mach mal zu. So, meine erste Kanone ist da, sehr schön. Echt, ich kann selbst nicht mehr die Spielgeschwindigkeit runterstellen. What? Das langsame Lauf. Ne, ich wundere mich gerade nur, warum das nicht geht. Warum ich das nicht mehr kann, weil sonst konnten die Spieler das ja. Und zack, die nächste Kanone. So, ich denke, mal nächsten Monat greife ich dann zusammen mit dem Papst Dings an. Aber ich kann denen auch was von Neapel abgeben. Ich glaube, das mache ich dann auch. Okay. Was denn? Möchtest du auf Geschwindigkeit 3 dann spielen Ja, oder? ich greife jetzt an.
Was? Die haben meine Schiffe versenkt. Mist. Ich muss Pisa einnehmen. Ich brauche Pisa und Dings. Aber der Vatikan hat 13 leichte Schiffe, hat der, wow. Waffenstillstand mit der Schweiz ist vorbei, ja, da muss ich da gleich angreifen. Nach dem Krieg mit Florenz. Ja. Frag ja nur, weil du gleich die Worte angreifen in den Mund genommen hast. Ja, das war richtig so. Okay, na gut. Hauptsache, der Vatikan belagert besser und obwohl er keine Kanone hat, was soll denn der Scheiß? Also ich habe zwei Kanonen und Belagerungsskill plus 1 und er kriegt seine Belagerung einfach viel schneller durch als ich. Ja, er hat seine auf eine himmlische. Ja, auf der himmlischen Mission. Der ist schon bei plus 42. Die KI kriegt einfach solche Boni. Das ist nicht feierlich. Oh, mein diplomatischer Reputationstyp ist gestorben. Dann rekrutiere ich doch gleich mal einen neuen. Eine Fähigkeit kann gekauft werden. Oh, was nehme ich denn da? Boah, 50 Diplo-Punkte oder volle Bezahlung müssen Dings. Kampfbonus, nee, Kolonie, nee, Kostenkriegssteuer, nee. Pause. Ich krieg gerade zu viele Fenster. Ja, wir machen das mit der Unruhe, das war ja ganz gut, meinst du? Was? Bei den Prachtpunkten Also, ja. habe ich jetzt genommen. Ja, das habe ich auch genommen. Als drittes. Also bis meine Belagerung durch ist und der Vatikan greift jetzt Neapel an. Oh, der schafft das sogar. Nicht. Er hätte mal auf mich gewartet. Ich muss gleich gucken, dass ich ganz kurz dann zwischenzeitlich die Rebellen umbringe. Los, komm, Vatikan, wir greifen jetzt zusammen an. Kommt der mit? Ja, der Vatikan kommt auch. Sehr schön.
Nein, sind eher gekommen. Ich dachte, sie kommen später. Nein, Vatikan, mach doch hier keine dummen Sachen. Ich weiß ja nicht, warum der Vatikan immer alleine reingeht. Kommt der Vatikan jetzt? Ich will da angreifen. Gucken wir mal, die chillen gerade ein bisschen in Florenz rum. Ja, ich weiß auch nicht, warum die nicht kommen. Weil, weißt du, die machen dann so YOLO-Aktionen, ne? Haben Und wir bei deiner Armee hier Anschluss erlauben gemacht? habe ich, ja. Hast du. Dann schnapp dir mal einen kleinen Trupp deiner Armee und lauf dahin und guck mal, ob sie dann mitkommen wollen, so. Nö, wollen sie nicht. Dann könntest du natürlich versuchen, genau anzugreifen, in der Hoffnung, dass sie dann kommen, wenn du in der Schlacht bist. Ja, jetzt So kommen sie. riskant. Was für Waschlappen. Ja, komm mal, die haben gesehen, du schaffst das alleine und da wollten sie nicht Ja, deinen und jetzt Ruhm. schließen die sich auch noch mir an. Was soll denn der? Oh Mensch, meine Waffenruhe mit Lothringen hat geendet. Ja. Tage erhalten bleiben.
genau, aber ich kann mir gut laufen. Ich sehe, dass ich meinen Nachfolger enterben muss. Werte. Das ist schon besser. Das hat immerhin 625, das ist. Und ich habe die Dynastie von Dachau. Oh Mann. Letzte Mal, als ich hier gespielt habe, wen hatte ich denn da? Ach ja, da hatte ich die Staufer als Herrscher in Holland. Ja, damals hatte ich mir halt gesagt, na gut, du hast die Staufer, das ist cool, also bleibst du in der Monarchie, auch wenn du Holland spielst. Diesmal bekomme ich die Dynastie von Dachau. Jetzt habe ich wieder diesen Zwiespalt. Entweder diese tollen Leute vertreiben oder Boni abkassieren. Und Boni kassieren oder halt die Leute behalten und halt keine Boni kassieren.